Guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt aufgestanden, habe schon gefrühstückt oben am Deck, schön draußen. Ja, ich wollte euch mal meinen Blick zeigen, den ich hier habe, wenn man den sieht. So, wir liegen jetzt hier direkt an der Cave, die wir gleich besichtigen. Ich habe mich entschieden, dass ich es heute mache und nicht morgen, weil ich eh schon wach bin und gefrühstückt habe. Und ja, das einfach mit der Gruppe mitmache, auch mit der Abunti, weil das total witzig ist. Und ansonsten mache ich wieder ein paar Videos und schaue mal, wie es wird nachher. Und melde mich bestimmt später nochmal. Haben die anderen noch einen Kochkurs angesehen? Das habe ich mir aber nicht gegeben, weil ich denke, das kriege ich ja morgen auch nochmal zu sehen. Morgen kann ich dafür länger schlafen, wenn ich das Frühstück ausfallen lasse, weil ich nicht mehr zu der Cave gehe. Weil Treppen laufen ohne Ende. Es war jeder danach schweißgebadet, weil das Wetter einfach Hammer war. Jetzt sind gerade die neuen Leute gekommen. Jetzt sind wir sogar 24 auf dem Boot. Sind Deutsche mit dabei, Österreicher, aus den Emiraten, aus Dänemark. Die Mädels, zwei Mädels sitzen bei mir am Tisch. Auch sehr cool. Ja, und heute Morgen, während die anderen die Cooking Session hatten, habe ich gedacht, setze ich mich nach draußen. Schönes Wetter, Sonne scheint. Warum soll ich das nicht ausnutzen? Ja, jetzt, ihr fragt euch bestimmt, warum ist die denn so rot? Ja, Blödian, Morgensonne, keine Sonnencreme, natürlich verbrannt. Ja, jetzt habe ich mir gesagt, okay, ich gebe mir erst heute nicht mit dem Kanu fahren, weil ich habe eh keinen Bock zu paddeln. Ich bleibe schön in der Kabine, Aircondition an, Fernseh an, Film läuft und mache heute einen richtig relaxten Tag. So, und genieße das richtig und versuche, dass halt die Hitze abkocht irgendwie. Ja, ansonsten einfach mal ein bisschen was reinschneiden, vielleicht auch ein Foto zeigen, um euch nochmal zu zeigen, wo ich hier überhaupt bin und wie geil das hier eigentlich ist. Und allein schon, guckt euch mal die View an. So. Aus dem Bett raus. Direkt auf die Halong Bay. Und du fährst hier einfach komplett lang. Und natürlich, ich kenne den, ist bestimmt derselbe Weg von gestern, aber es sieht für mich immer noch wieder komplett anders aus. Ja, richtig geil. Was halt nicht so geil ist, ist der Sonnenbrand, weil der fuckt mega ab. So, ich habe den sogar auf den Oberschenkeln. Ich kann es mal zeigen. Bitte, der Unterschied. Rot und Oberschenkel. Auf dem Oberschenkel. Wie kann man denn auf dem Oberschenkel bitte Sonnenbrand kriegen? Und ich war nur 30 Minuten draußen in der Morgensonne. Ja, aber ich brauche nicht jammern. Ich wollte braun werden. Jetzt bin ich wieder rot wie eine Tomate. Hallo zusammen und zurück auf von der Halong Bay Tour. Ich bin jetzt gerade nach 4 Stunden Rückflieger Busfahrt im Hotel angekommen. Mega heiß hier wieder. Ich mache gleich erstmal die Aircondition an. Die ist hier Gott sei Dank. Ich wurde kostenlos upgraded. Mega geil. Weil ich jetzt in einem viel größeren Zimmer bin und habe auch ein viel größeres Bad. Ist zwar nur für eine Nacht, aber hallo, kostenlos upgraded. So, das ist hier das große Badezimmer. Ist halt auch ganz, ganz nett, so mit Kieselsteinchen und Glastür mit drin und so. Hatte ich in dem vorherigen Zimmer nicht. Aber das Beste an diesem Zimmer ist nicht das Bad oder der Raum, sondern ich habe eine Terrasse oder einen Balkon eher gesagt. So, das ist mein Balkon. Da kann ich heute Abend wahrscheinlich ein bisschen draußen sitzen, ein bisschen am Laptop arbeiten, Filme schneiden. Und ich bin im 6. Stock und kann schön auf die Straße gucken. Ich freue mich mega. Kostenloses Upgrade. Das erste Mal. So, und ja, nach der anstrengenden Tour werde ich jetzt mal wieder was essen gehen wahrscheinlich. Ich habe heute den ganzen Tag, ja doch, gebruncht habe ich auf dem Schiff. Aber so langsam knurrt der Magen. Wir haben jetzt hier 6 Uhr. Ich bin seit 12, habe ich nichts mehr gegessen. Okay, das ist jetzt auch nicht so lang. Vielleicht sollte ich nicht so viel vom Essen reden. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt gleich was.
lädst mich da nicht hin, weil ich werde den Abend richtig gechillt machen, weil Vietnam laufen hier richtig geile Filme im Fernsehen. Zwar auf Englisch, aber scheißegal. So, die sind bei uns gerade mal irgendwie aus dem Kino raus und hier laufen die im Fernsehen. Mega geil. Werde halt ein bisschen was an den Filmen machen und so. Vielleicht kann ich auch schon mal wieder was hochladen, weil ihr habt ja schon irgendwie 3 Tage nichts mehr von mir gesehen. Und hoffe, dass ich da ein bisschen was machen kann. Ja, ansonsten denke ich, dass ihr mich dann vielleicht wieder aus dem Nachtzug sehen werdet, weil ich ja heute Morgen Abend den Nachtzug nehmen werde nach Hue. Der geht um 7:30 los und wir sind morgens um 9, glaube ich, dann da. Teile ich mir mit 3 anderen, die ich noch nicht kenne. Ich bin mal gespannt. Aber was soll's, man lernt immer irgendwo Leute kennen, genauso wie bei der Schiffstour. Neue Freundin kennengelernt aus Bangladesch, neue Leute aus Dänemark kennengelernt, USA, Irland, Großbritannien, China, keine Ahnung, wo ja überall noch. War echt cool, die Schifffahrt würde ich auch jedem empfehlen, hat mega Spaß gemacht. War auch sehr luxuriös schon und das Essen so 9 Gänge und das mittags und abends, das war schon hardcore. Also man hat nicht alles geschafft, es wurde echt viel weggeschmissen, aber von den Geschmäckern her hammer geil. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall und die Aussicht morgens da zu frühstücken in der Halong Bay, auf dem Schiff zu schlafen und so. Mega. Daumen hoch. Ja, ansonsten fasse ich jetzt auch nicht mehr viel. Ich verabschiede mich dann für heute. Hoffe, ihr liked das Video mit Gefällt mir. Schaut die anderen Videos an und lasst sonst einen Kommentar unten drunter. Ich freue mich. Bis dann.